Smarana, ihr Lieben, ich habe mich heute mal in die Blumen hineinbegeben für euch, so dass ihr auch ein bisschen diese Frühlingsstimmung, wobei der Frühling ist ja schon fast vorbei, also einfach diese tolle Stimmung von der Natur, dass ihr die spüren könnt und wir in einer positiven Energie sind. Denn es geht ja heute das Thema über energetische Angriffe, was du darüber wissen solltest und vielleicht auch an Dinge, die du nie gedacht hättest. Es ist mir sehr wichtig, dass wir alle, diese Gemeinschaft der Lichtarbeiter, dass wir stark sind, dass wir wissen, wie wir mit solchen Dingen umzugehen haben, um auch einfach in unsere Stärke zu bleiben. Das ist für mich ganz wichtig und deswegen kommt jetzt auch dieses Video und vor allen Dingen kommt es deswegen, weil ich gelesen habe bei den Bemerkungen unter den Videos, da war mal was gestanden, dass jemand angegriffen wurde, also verbal klein gemacht wurde und beschimpft wurde, weil er ein Video empfohlen hatte, was eben spirituell ist. Und solche Dinge, die passieren ja doch immer wieder. Und gerade wenn euch sowas passiert, wenn ihr also beschimpft werdet, weil ihr spirituell seid und weil ihr auch dazu steht, dann ist das meistens ein verdeckter Angriff. Und zwar ist es ein Angriff aus der Dualität. Es gibt die Wächter der Dualität. Diese Energien beeinflussen Menschen, Negatives zu sagen und zu denken. Und manchmal beeinflussen sie auch uns. Das muss ich zugeben. Deswegen muss man so sehr aufpassen, was man sagt und was man denkt. Und diese Wächter der Dualität, diese Energien, die wirken im Unterbewusstsein. Man bekommt es manchmal gar nicht mit. Es kann auch sein, dass du zufällig etwas liest, eine Überschrift liest oder irgendwas und da ist die Energie der Wächter der Dualität drinnen und du nimmst es automatisch auf, ohne darüber nachzudenken und trägst dann diese Energie an dir, in deiner Aura. Und wenn man das nicht weiß, nimmt man alles Mögliche auf und ist dann und wird dann oder kann dann von den Wächtern der Dualität gefangen werden und sagt dann auch mal was Negatives. Deswegen sollte man wirklich sehr aufmerksam sein, was man sagt. Und wenn jetzt das so passiert, wie ich da also gelesen habe, wenn es so passiert, dass dann ein Mensch beginnt, dich zu beschimpfen, warum du solche Videos anschaust und das ist doch alles Spinnerei und die Spiritualität, stimmt sowieso alles nicht. Also wenn du da dann auch noch beschimpft wirst, dass du vielleicht einen falschen Weg gehst und überhaupt nicht wachsam bist auf das, was aktuell passiert und so, dann halte einfach inne, lächle innerlich und geh aus dieser Situation heraus. Das ist also mein Rat. Sobald du so irgendwas bekommst, geh gar nicht in die Energie erst rein, denn sobald du da reingehst, verstärkst du auch noch diese Energie von dem Negativen. Sobald du beginnst, dich aufzuregen über so etwas, gibst du dieser negativen Energie Kraft und dann kann die weitergetragen werden. Auf der anderen Seite bin ich jetzt auch dankbar, dass das geschrieben wurde, denn sonst hätte mich das jetzt nicht zu diesem Thema gebracht. Aber dennoch, wenn sowas ist, lasst diese negativen Dinge bei den anderen, da wo sie herkamen, sollen sie auch bleiben. Denn wir sind in unserer positiven Energie der Liebe und des Lichtes ja eingehüllt und brauchen uns nicht beschimpfen zu lassen. Ja, also denkt einfach daran, lasst es bei dem, wo es herkommt. Ich weiß auch, dass es manchmal in den Familien schwierig ist, wenn ein Teil in der Familie, ob Frau oder Mann, tritt bei beiden Geschlechtern auf, wenn einfach ein Teil in der Familie sehr spirituell ist und der andere nicht. Und dann gibt es auch oft hin und her und der Spirituelle wird oft unter Druck gesetzt oder wird für blemblem erklärt. All diese Dinge, lasst sie nicht an euch herankommen, denn sie möchten euch nur durcheinander bringen, sie möchten euch abbringen von diesem Weg und bleibt einfach in eurer Mitte. Atmet das Licht der Liebe ein und geht aus der Situation heraus.
So habe ich das immer gemacht und ich denke, also ich bin bis jetzt ganz gut mitgefahren und ich denke, ich kann euch das guten Herzens auch empfehlen, dass ihr diese Dinge erst gar nicht an euch herankommen lasst. Denn die Wächter der Dualität, und das ist etwas wichtig ist, was ich euch gerne sagen wollte, die Wächter der Dualität, das sind Energien, negative Energien, die sich gerne an der Aura ansetzen und anhaften. Und zwar geschieht es in dem Moment, wenn man etwas Negatives liest, wenn jemand etwas Negatives sagt. In dem Moment kann es sein, dass sich so eine Energie bei jedem von uns, auch bei mir, an der Aura einfach anhängen kann. Und wenn du das nicht merkst, wenn du nicht weißt, dass das gewollt ist, dann trägst du das die ganze Zeit mit dir und wirst unbewusst beeinflusst. Und durch diese unbewusste Beeinflussung sagst du dann vielleicht auch mal was Negatives oder denkst mal was Negatives. Also ich möchte euch einfach dadurch erklären, es kommt gar nicht immer von einem selbst, wenn man was Negatives sagt oder denkt, sondern es ist diese Beeinflussung der Wächter der Dualität. Und dem kann man sich natürlich entziehen mit energetischer Reinigung. Also immer wieder reinigen, Erzengel Michael rufen und die Aura reinigen lassen. Es gibt einige Videos von mir darüber. Ich verlinke sie euch auch mal oben, dass ihr das dann, falls ihr es noch nicht kennt, euch auch anhören könnt. Und dazu rate ich euch einfach auch, lasst euch jeden Morgen von Erzengel Michael reinigen. Und besonders lasst euch reinigen, wenn ihr gerade draußen unterwegs wart, wo viele Menschen unterwegs sind. Ja, also draußen, jetzt, wo es warm wird, geht man ja auch öfters raus. Und da sind dann natürlich viele Energien im Kollektiv unterwegs. Und von denen sollte man sich wirklich schützen, beziehungsweise immer wieder reinigen. Also wenn jetzt irgendwo was Negatives geschrieben wird, versucht erst gar nicht damit in Resonanz zu gehen, weil sobald du mit irgendetwas Negativen in Resonanz gehst, das bedeutet, in Resonanz gehen bedeutet, sich darüber aufregen oder ärgern, ja, sowas, so also eine Gefühlsreaktion. Und wenn du sowas hast, dann solltest du ganz intensiv dich reinigen und gucken, wo trage ich denn vielleicht selbst auch so einen Anteil in mir? Das solltest du überprüfen. Und sobald du solche Dinge aber gelassen, mit Gelassenheit lesen kannst oder dem mit Gelassenheit begegnen kannst, dann ist es gut, dann hast du die Resonanz nicht mehr. Also zwischen diesen Resonanz haben und Resonanz nicht haben, da ist ein ganz langer Weg. Ne? Das gibt verschiedene Stadien, wo man sich eben gerade befindet. Auf jeden Fall ist es immer wichtig, einfach nur die Reinigung, dass das weggeht. Und das kommt natürlich auch dann drauf an, wenn du dich jetzt über sowas aufregst, also wenn du noch ganz viele Resonanzen dazu hast, dann verstärkst du leider diese negative Energie, weil du dich drüber aufregst. Dann ziehst du das so richtig an und dann wird es mehr. Und genau das ist das, wie die Wächter der Dualität arbeiten. Und das sollte man einfach wissen. Also man würde dadurch unbewusst die Arbeit der Wächter der Dualität unterstützen. Und die Wächter der Dualität, das sagte schon der Name aus, die möchten einfach, dass die Dualität bestehen bleibt. Dass das Negative und das Positive, also die legen Wert auf das Negative. Und je mehr die Kraft bekommen, desto kleiner wird das Positive. Und wir sind ja Lichtarbeiter, wir geben dem Licht einfach mehr Kraft und dehnen dadurch ja, das Positive aus. Und deswegen ja, habe ich dieses Video gemacht. Und vielen Dank auch für diesen Beitrag, denn sonst wäre mir das gar nicht nochmal so ja, in den Sinn gekommen. Die Anzeichen für solche Angriffe. Die können also sein schriftlicher Art, aber auch verbaler Art, also dass du sogar beschimpft wirst, dass man zu dir das ausspricht, was sonst geschrieben wäre, oder dass man dich einfach so herabwürdigend behandelt, so von, joch, du bist blemblem, ja, du hast bist ein bisschen neben der Spur. Da muss man sich also auch dann Achtung sagen, das könnten die Wächter der Dualität sein, die da ihre Angriffe so verstreuen in dem Kollektiv und
wie gesagt, es ist ja unbewusst, dadurch kommen dann manchmal solche Aussagen. Er dürfte auch gar nicht darüber jetzt so ängstlich werden, denn es gibt ja viele Schutzmaßnahmen, die man einfach ja machen kann. Und zum Beispiel wäre eine Schutzmaßnahme einfach auch ein Schutzgebet. Ja, bitte Erzengel Michael um Schutz. Das sind nur ein paar Worte. Du gehst dabei ganz tief in dein Herz, ja, dehnst dich aus mit dem Licht der Liebe und sprichst dann ja dieses Schutzgebet aus. Wir können es ja gerade mal machen. Das ist wirklich ganz kurz und das reicht schon. Und zwar würde ich das so machen. Atme das Licht der Liebe ein, dehne dich mit diesem Licht aus und spüre, wie das Licht der Liebe dich berührt, wie die Energie sich verändert. Dann rufe Erzengel Michael und spreche mit deiner inneren Stimme: Lieber Erzengel Michael, bitte beschütze mich heute bei all meinem Tun. Gebe mir Kraft, Licht und Liebe. Gebe mir Vertrauen und Sicherheit. Ich danke dir, Smarana. So in der Art wählst du deine Worte und du kannst es auch einfach in Gedanken aussprechen, das reicht auch. Und schon geht's dir besser, weil Erzengel Michael hat ja die Kraft der Reinigung durch Excalibur, der reinigt sowieso dann auch dein Energiefeld, deine Aura, deine Gedanken und deine Gefühle. Und da kommt es drauf an, je reiner die sind, umso besser kannst du in deiner Mitte bleiben. Und das wäre das Zweite, was wichtig ist, den Schutz hast du, sobald du in deiner Mitte bist. Und wenn du jetzt spürst, du bist durch so eine Aussage ein bisschen aus der Mitte raus, dann nimm auch einfach einen tiefen Atemzug. Atme tief ein und sag einfach mal nichts dazu. Vielleicht kannst du dich auch einfach umdrehen und gehen oder erwidere gar nicht zu dem, was gesagt wurde, lächle, denn du weißt, du bist in deiner Mitte und das andere interessiert dich nicht. So gehst du aus dieser Energie einfach raus. So berührt dich die Energie nicht. Und die Wächter der Dualität haben in dem Moment keine Chance. Dann gibt es natürlich auch noch Kristalle, die man mit sich tragen kann. Es gibt auch den Energiestab, den kann man bei mir im Shop kaufen. Ich verlinke den auch mal, da muss ich machen, auch mal oben und auch unter dem Video. Das ist ein Stab, den steckst du einfach in die Hosentasche und dadurch bildet der Stab eine Energie, welche alles reinigt, was negativ ist. Der hält also dich und deine Aura immer rein. So kann man das auch machen. Also es gibt tatsächlich viele Möglichkeiten, wie du dich schützen kannst. Ja, und möglicherweise sollst du auch mal in deiner Wohnung nachschauen, ob sich da vielleicht mit der Zeit negative Energien angesammelt haben. Auch durch diese Wächter der Dualität kann das schon sein. Ja, auch wenn du zum Beispiel den Fernsehen anmachst und da werden Nachrichten gebracht, die negativ sind. Oder du schaust auf YouTube irgendwas, wo da auch von negativen Dingen berichtet wird. Dann kommt diese Energie in deinen Raum. Und deswegen solltest du auch unbedingt ja, immer wieder deine Räume reinigen. Es gibt die energetische Hausreinigung und damit kann man das gut tun und fühlt sich dann auch gleich viel wohler in der eigenen Wohnung. Also das ist wirklich wichtig. Vergesst es nicht, immer wieder das Haus und die Wohnung zu reinigen, wo ihr wohnt. Einfach auch aus Vorsorge kann man das tun, denn es ist ja, Man putzt ja, sag ich mal, auch jede Woche und da kann man dann die Wohnung auch energetisch mit reinigen. Es gibt auch noch diese Fernmanipulation, da muss man aufpassen, dass Menschen einen was Schlechtes wünschen. Das kommt vor,
Aber in dem Moment, wenn du jetzt mit Erzengel Michael dieses kleine Schutzgebet aussprichst, was wir gerade gemacht haben, dann bist du auf jeden Fall auch dagegen geschützt. Also das könntest du dann auch noch in das Schutzgebet mit hineinbringen. Bitte schütze mich gegen alle schlechten Wünsche. Einfach so, ohne in die Angst zu gehen. Ja, das ist einfach nur neutral, das auszusprechen, in dem Wissen, dass Erzengel Michael tatsächlich das dann für dich tut. Und Erzengel Michael ist so riesengroß, so eine riesengroße Energie. Er hat für alle Menschen diesen Schutz. Der ist für alle Menschen da. Da braucht er auch so keine Sorge zu haben. Warum soll er jetzt gerade für mich das tun? Weil das sagen auch manchmal die Klienten zu mir. Doch, die Engel machen das immer in dem Moment, wo man ruft. Was halt auch noch sehr zu empfehlen ist, das ist die Verbindung zu Gott. Weil Gott ist die allergrößte Kraft der Liebe und hat den allergrößten Schutz, den man sich nur vorstellen kann. Und deswegen werde ich mit euch jetzt im Anschluss ein Gebet mit Gott machen für Schutz. Also die allerhöchste Instanz gleich direkt angehen. Und weil ich eben auch weiß, dass das sehr tief geht und sehr erfüllend ist. Und genau das ist es, was ich mir für euch wünsche, dass es euch gut geht und dass ihr einfach ja auch diese Kraft des Lichtes spürt, welche ihr in euch tragt. Denn es trägt ein jeder diese Kraft des Lichtes. Und es ist bloß unterschiedlich groß, je nachdem, wie man unterwegs ist, wie tief man jetzt schon in die Spiritualität reingegangen ist oder ob man erst am Anfang ist. Das spielt insofern keine große Rolle, weil dieses Licht, das möchte wachsen und es wächst auch. Das wächst immer mehr, je mehr du dich damit beschäftigst. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude mit unserem Gebet. Ich sprühe mich ein mit Smarana, weil das ist der direkte Weg zu Gott. Gottes Nähe fühlen. Und sobald Gott bei dir ist, spürst du auch diese Liebe und den Schutz. Ich bin jetzt schon in der Energie und werde nun beginnen. Geliebter Mensch, ich lade dich nun ein zu einem Schutzgebet zu Gott. Und wenn du bereit bist, mit mir dieses Gebet zu sprechen, dann öffne nun dein Herz und deine Seele, um diese wundervollen Energien zu empfangen. Und so beginnen wir nun. Und du darfst jedes Wort und jeden Satz mit deiner inneren Stimme laut oder leise nachsprechen. Lieber Gott, ich danke dir für mein Leben. Lieber Gott, ich danke dir für mein Licht. Und lieber Gott, ich danke dir, dass du bei mir bist und mir jetzt zuhörst. Ich bitte dich um Schutz. Ich bitte dich darum, mit Leichtigkeit durch mein Leben gehen zu dürfen
und gleichzeitig gut geschützt zu sein gegen alles, was mir nicht gut tut. Ich bitte dich um Schutz für meine Seele, um Schutz für mein Licht, um Schutz für das Licht, welches uns beide verbindet. Und lieber Gott, ich spüre deine Nähe und ich bin so dankbar für alles, was du für mich tust, für die große Liebe, welche ich fühlen darf, denn dadurch darf ich vertrauen, dass alles gut ist, wie es ist, und dass mich meine Seele auf meinem Seelenweg führt, dass alles, was ich erlebe, gut für mich ist. Denn ich weiß, dass ich geschützt bin. Denn ich weiß, dass ich so das Licht der Liebe weitergeben darf. Lieber Gott, ich danke dir unendlich für alles, was du für mich tust. Amen. Du kannst dieses Gebet auch in deinen eigenen Worten sprechen, so wie es einfach aus deiner Seele herauskommt. Wichtig ist es, dass du in deiner Mitte bist, wenn du betest. Und dann kannst du ganz sicher sein, dass Gott bei dir ist. Ihr Allerliebsten, ich danke euch sehr für euer Licht. Und ich freue mich auf eure Beiträge, die ihr hier unter das Video schreiben dürft. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ein Küsschen und eine Umarmung. Bis bald.